Du Bock der Zerstörung nicht mehr zuzuschauen, was zu verändern, zu bewegen, etwas aufzubauen? Hast du Bock auf gemeinschaftlichen Widerstand? Wir stoppen hier die Kohle mit Herz und Verstand. Hast du Bock auf Hütten oder Baumhäuser bauen oder die schönsten Sonnenuntergänge zu bestaunen? Hast du Bock, unser Morgenplenum zu moderieren? Es gibt unendlich viele Dinge hier zu organisieren. Komm mit mir nach Lützerath, gemeinsam stoppen wir das Schaufelrad. Hier baggert kein Bagger mehr die Dörfer ab, wir kämpfen gegen Kapital und Staat. Wir kämpfen für das gute Leben und wir werden das System aus den Angeln heben. Aus Solidarität unsere Zukunft weben und ganz sicher werden wir niemals aufgeben. Hast du Bock auf Social Media und Presse zu sprechen, Bock zu üben, aus gelernten Mustern auszubrechen? Hast du Bock auf EA oder GESA-Support? Willst du Gemeinschaft gestalten, dann ist Lützerath dein Ort. Hast du Bock, einen Räumpanzer zu besetzen oder beim Spülen zu nicer Mucke richtig abzufetzen? Hast du Bock auf ein Awareness-Team mit coolen Leuten oder Bock ist mal zu lernen, was all die Szene-Codes bedeuten? Komm mit mir nach Lützerath, gemeinsam stoppen wir das Schaufelrad. Hier baggert kein Bagger mehr die Dörfer ab, wir kämpfen gegen Kapital und Staat. Wir kämpfen für das gute Leben und wir werden das System aus den Angeln heben. Aus Solidarität unsere Zukunft weben und ganz sicher werden wir niemals aufgeben. Lützi ist ein Ort für KämpferInnen. Wir heben unsere Körper, unsere Stimmen. Lützi ist ein Ort für die Bedachten, die sich kümmern und die aufeinander achten. Lützi ist ein Ort für die, die glauben an eine bessere Welt, die wir schon heute aufbauen. In Lützi freuen wir uns über jedes neue Gesicht. Und wenn ein Herz jetzt etwas schneller schlägt, ist Lützi vielleicht auch ein Ort für dich. Komm mit mir nach Lützerath, gemeinsam stoppen wir das Schaufelrad. Hier baggert kein Bagger mehr die Dörfer ab, wir kämpfen gegen Kapital und Staat. Kämpfen für das gute Leben und wir werden das System aus den Angeln heben. Aus Solidarität unsere Zukunft weben und ganz sicher werden wir niemals aufgeben.